Und wir haben auch noch Gelegenheit gehabt, vor diesem Interview gerade mit Elmar Brok zu sprechen, mit Beatrix von Storch. Die ist nicht nur die Landesvorsitzende der AfD in Berlin, sondern auch stellvertretende Bundessprecherin ihrer Partei. Und ich habe sie auch am Anfang des Gesprächs gefragt, welchen Ausgang sie denn erwartet beim Referendum in Großbritannien. Wir erwarten, glaube ich, alle ein knappes Ergebnis, 50% plus minus. Aber vor allen Dingen wissen wir, dass 50% raus wollen und die anderen 50% auch keine überzeugten Anhänger dieser Europäischen Union sind, so wie sie ist. Auch die wollen Reformen, auch die wollen weniger Zentralismus, auch die wollen weniger Einfluss aus Brüssel nach London. Ja. Jetzt sind Sie ja Mitglied einer Fraktion hier, die Nigel Farage anführt, also der Chef der Brexit-Befürworter. Von Ihnen persönlich, von der AfD, ist jetzt nicht deutlich zu hören, dass Sie für einen Brexit sind, obwohl im Parteiprogramm ja beispielsweise steht, dass die Nationalstaaten Europas Kompetenzen mehr bekommen sollen. Und wenn das nicht ginge, soll auch die Bundesrepublik Deutschland austreten aus der Europäischen Union. Ja, wir sind die Partei der direkten Demokratie und deswegen befürworten wir, dass die Briten über ihr eigenes Schicksal entscheiden und die Mehrheit der Briten möge die Entscheidung treffen und das tun sie gerade, denn sie stimmen gerade ab. Insofern unterstützen wir das Referendum als solches, wir halten das für wichtig. Und aber wollen Sie auch, dass die Deutschen austreten aus der Europäischen Union? Wir wollen auch für Deutschland schwerwiegende Reformen an den europäischen Verträgen. Wir wollen weniger Kompetenzen auf die europäische Ebene haben, wir wollen mehr Kompetenzen wieder in die Länder zurückbekommen. Das wird nur gehen über eine Änderung der europäischen Verträge. Wir wissen, dass das schwierig bis unmöglich wird und insofern fordern wir auch dann, dass auch bei uns die Menschen über einen Verbleib abstimmen dürfen. So wie Sie wissen ja auch, in welchem Umfang die Deutschen eigentlich trotz aller Einschränkungen immer noch zur Europäischen Union stehen. Die Mehrheit, das sagen verschiedene Umfragen, liegt bei weit über 3/4 der Bevölkerung. Ja, ich finde das gleichwohl wichtig, dass wir diskutieren, dass wir debattieren. Wir haben gesehen, was jetzt in Großbritannien los gewesen ist. Es hat eine Debatte gegeben über das Für und das Wider. Es ist eine Auseinandersetzung gewesen, die wir in dieser Tiefe und in dieser Breite bei uns noch nicht gehabt haben. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich wäre, wenn wir auch diese Debatte bei uns öffentlich führen würden, um dann am Ende den Menschen zu vertrauen und zu sagen, ihr entscheidet, es ist eure Stimme, die zählt. Frau von Storch, vielen Dank für das Gespräch.